So, eine neue Runde GTA 5 online. Ich begebe mich jetzt einfach mal auf die Straßen und werde so ein kleines Gemetzel starten. Mal schauen, wie schnell ich auf 5 Sterne komme. So, den ersten hätten wir schon. Na, wo bleiben denn die Ordnungshüter? Da kommen sie, sehr schön. Ups, Entschuldigung. Drei Sterne. Da kommen auch schon die ersten Sondereinheiten. Ja. Wo ist denn der blöde Helikopter? Und tschüss. Immer noch keine 5 Sterne. Doch, jetzt. Die Überreste des Helis hier. So, dann treten wir mal ganz schnell die Flucht an. Ob wir uns im Zugriff der Polizei noch entziehen können, ich denke schon. Das sollte nicht das Problem werden. Denn lustigerweise sind diese Polizisten nicht in der Lage, uns in den Untergrund zu folgen. Na gut, das Auto sah auch schon mal schöner aus, ganz ehrlich. Da. Jetzt muss ich eigentlich nur hoffen, dass jetzt hier kein Zug kommt.
Aber selbst das ist das kleinste Übel. Burnout hier. Die Reifen machen mir so ziemlich alles mit. So. Nun mach schon. Da höre ich auch schon den Zug. Lalalala. Die Straßenbahn, die Straßenbahn. Ja, so schnell kann es gehen. Und ein Geisterzug. Mal sehen, ob er trotzdem anhält. Eigentlich dürfte er nicht anhalten. Fährt durch. Ha. Und schon wieder die Polizei am Hacken. Gut. Ach, und zu blöd zum Autofahren. Ja, so schnell wird man 5 Sterne los, wenn man sich in der Nähe eines U-Bahn-Schachts aufhält. Gut. So viel zu diesem Thema. Ja, ich hätte auch noch wesentlich länger draußen durchhalten können. Ich wollte halt einfach nur mal gucken, wie schnell man die 5 Sterne bekommt und los wird. Das ganze Ding hier, ja, war doch mal nett. Dann vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge, die demnächst irgendwann mal kommen wird. Mal sehen, was mir noch alles Schönes einfällt. Und ich hoffe, GTA 5 wird nicht einfach irgendwann mal langweilig. Bis demnächst, schaut wieder rein. Ciao.